Was ihr hinter mir seht, ist der Microsoft Device Event und auf dem werden die neuesten Geräte für Windows 10 gezeigt. Ich hatte außerdem die Möglichkeit, Microsoft HoloLens auszuprobieren und werde dazu noch einiges sagen. Leider durfte ich da nicht filmen. Jetzt schauen wir uns die Geräte mal in Ruhe an und schauen, was auf uns zukommt, besonders im Bereich ultraleicht, convertible und 2-in-1-Geräte. Alles klar, schauen wir mal rein. Natürlich geht es bei einem Microsoft Device Event zu Windows 10 besonders auch um die Geräte. Da es aber so viele Geräte gab, die vor Ort verfügbar waren, hatte ich gar nicht die Zeit, mir alle in Ruhe anzuschauen. Das ist aber kein Problem, ich werde mir in nächster Zeit meine Top-Favoriten einmal in Ruhe vornehmen. Jetzt geht es eher darum, was war eigentlich das Interessanteste an diesem Event. An diesem Event war besonders interessant, dass die Strategie von Microsoft mit Windows 10 sehr, sehr genau und perfekt erklärt wurde. Es geht darum, dass alle Geräte die gleiche Sprache sprechen. Es geht darum, dass Windows 10 auf allen Geräten so läuft, dass ihr sozusagen von einem Gerät aufs nächste Gerät sofort umsteigen könnt, ohne große Probleme damit zu haben, dass eure Daten nicht verfügbar sind oder dass ihr ein Projekt neu beginnen müsst. Leicht und mobil sollen die neuen Geräte sein. Das sind sie wirklich. Sie sind wirklich so dünn bei der Power, die diese Geräte haben. Das war schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Dazu kommt natürlich, dass Microsoft neue kreative Tools anbieten will. Es geht darum, on the road zusammenzuarbeiten und zu schneiden, 3D-Grafiken zu erstellen und das alles mit einem Team zu teilen. Nach dem kostenlosen Anniversary Update im Oktober für Windows 10 wird es Anfang 2017 das sogenannte Creators Update geben. Hier sehen wir schon, worum es geht. Es geht wirklich darum, die Leute zu erwischen, die on the road oder auch zu Hause und im Büro etwas Neues erschaffen wollen. Wir alle wissen, was da für diese Leute wichtig ist. Da geht es nicht nur darum, mal eine Excel-Tabelle zu erstellen, sondern da geht es darum, ein Video zu schneiden, in Photoshop etwas zu kreieren, in After Effects komplette Animationen zu erstellen. Dazu braucht man nicht nur Rechenleistung, dazu braucht man natürlich auch Festplattenplatz und man braucht natürlich dazu auch Tools zur Zusammenarbeit. Da gibt es von Microsoft OneDrive, ich selber nutze Dropbox, aber die Gesamtintegration, die hier vorgestellt wurde und die Gesamtstrategie sind sehr, sehr stimmig. Die Geräte sollen also nicht nur ultramobil sein, wenn es Notebooks sind, sondern auch 2-in-1 Funktionen bieten. Das bedeutet, ihr könnt das Display drehen, ihr könnt das Display in ganz vielen Fällen abnehmen und habt so entweder ein Tablet oder ein Notebook, was ihr gerade braucht. Ihr könnt es umdrehen, um zu präsentieren. So stellt sich Microsoft die Zukunft vor. Was im Bereich der kreativen Zusammenarbeit vielleicht noch ganz wichtig ist, ihr werdet jetzt ab dem Creators Update einfach eure Kontakte auf die Taskleiste ziehen können. So könnt ihr alle miteinander kommunizieren, die Bildschirme sharen und zusammen an Projekten arbeiten. Zudem wird Windows Ink, also die virtuelle Stifteingabe, weiterhin verbessert und intelligenter. Das heißt, ihr macht zum Beispiel eine virtuelle Haftnotiz und darin wird sofort erkannt, wenn ihr zum Beispiel eine Flugnummer eingebt und ihr bekommt sofort die Informationen angezeigt zu eurem Flug, zu welchem Gate ihr müsst und wann der Flug wohin abfliegt. So könnt ihr dann ganz einfach per Bing euch einchecken etc. Das werde ich in nächster Zeit natürlich noch genauer testen. Ach ja, Microsoft HoloLens. Da bin ich jetzt ein bisschen zwiegespalten, denn ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut. Man darf nicht vergessen, wie viele Zeit ich schon in Virtual Reality verbracht habe und deswegen war Augmented Reality in dieser Form für mich trotzdem etwas Neues und etwas, auf das ich mich sehr gefreut habe. Gehen wir erstmal auf die Unterschiede ein. Bei Microsoft HoloLens handelt es sich wirklich um eine Brille. Das bedeutet, ihr seht den Raum um euch herum. Ihr braucht keine weiteren Sensoren. Der Raum wird die ganze Zeit von der HoloLens-Brille neu berechnet. Das bedeutet, ihr seid nicht wirklich in einer virtuellen Welt woanders, sondern ihr seid schon noch in dem Raum. Wenn da Kollegen sind, könnt ihr mit ihnen kommunizieren und ihr könnt gemeinsam an Hologrammen arbeiten.
Ein gutes Beispiel, was vor Ort genannt wurde, ist zum Beispiel, ihr habt ein halbfertiges Auto und dann sind 3-4 Ingenieure zusammen in einem Raum mit HoloLens-Brillen auf und die bauen dann die Teile, die noch fehlen. Das klingt ja alles wirklich, wirklich gut. Problematisch ist nur, dass das noch sehr, sehr rudimentär funktioniert. Nicht so schön, wie das in zum Beispiel diesem Spot, den wir hier gerade sehen, zu sehen ist, sondern euer Sichtfeld ist sehr, sehr eingeschränkt. Ihr könnt euch zwar um Dinge herum bewegen, diese Dinge sind allerdings lange, lange nicht so detailliert, wie ihr es aus der Virtual Reality der neuen Generation kennt, also von Rift oder Vive. Aber ihr könnt natürlich mit einfachen Gesten Dinge manipulieren, das bedeutet drehen, ziehen, vergrößern, verkleinern etc. Aber dadurch, dass ihr eben so ein kleines Sichtfeld habt, sobald ihr zu nah an eine Sache herankommt, taucht ihr praktisch in dieses Objekt ein und es gibt ein Clipping, dass ihr einfach das Objekt nicht mehr vor euch habt, sondern in dem Objekt drin seid. Das mag zuerst jetzt ganz gut klingen, aber leider ist das sehr, sehr unpraktisch. Ich sehe durchaus das Potenzial, was das Ganze in der Zukunft haben kann. Ich hatte ja nun auch wirklich von Anfang an mit Virtual Reality zu tun, als das alles noch sehr rudimentär war und man viel, viel Fantasie brauchte, um zu sehen, was die Zukunft bringen würde. Bei HoloLens habe ich ganz große Probleme damit, dass die Modelle noch sehr wenig detailliert sind, dass man noch nicht wirklich viel machen kann, dass das Sichtfeld sehr, sehr klein ist und die Brille sehr, sehr schwer ist. Das liegt auch daran, dass in der Brille selbst ein eigener Prozessor ist, damit die Rechenleistung nicht auf den PC abgeschoben werden muss. Sehr angenehm wiederum finde ich, dass man keine Sensoren im Raum hat. Es bedeutet, es gibt keine große Setup-Prozedur, die ihr durchlaufen müsst, wie es bei Virtual Reality Headsets ganz oft der Fall ist. Das liegt daran, dass die HPU, die Holographic Processing Unit, den Raum konstant analysiert und euch in diesem Raum platziert. Außerdem bleiben die Objekte bestehen. Das bedeutet, wenn ihr aus dem Raum rausgeht und danach wieder reinkommt, habt ihr die gleichen Objekte an der gleichen Stelle und mit den gleichen Eigenschaften wieder verfügbar. Insgesamt sehe ich schon, dass diese Technik besonders im Business-Bereich und im Bereich der Ingenieurswissenschaften super viel Zukunft hat. Wir müssen mal schauen, wie sich das in nächster Zeit entwickelt. Dieses Mal war ich noch ein bisschen, wie soll ich sagen, underwhelmed, aber das liegt vielleicht auch daran, wie viel Zeit ich schon in diesen verschiedenen Welten verbracht habe. Ich sehe es als eine Chance für Microsoft, im Businessbereich und in der kreativen Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren und anderen Kreativen wirklich etwas Neues zu schaffen, und ich freue mich darauf, was da dann noch kommt. Sobald es weitere technische Neuerungen gibt bei HoloLens, werde ich sie natürlich aufgreifen und werde dazu möglicherweise noch einige Videos machen, weil es eben ein interessantes Thema ist. Hier war es jetzt leider so, dass ich nur ein paar Sachen machen konnte. Das war alles noch nicht so toll, aber ich sehe die Zukunft und ich sehe sie mit Spannung. So, das war nun mein kleiner Kommentar zum Windows 10 Device Event und zu HoloLens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr ein Like da lasst, einen Kommentar, was ihr von der Zukunft von Windows erwartet. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid und wisst, was als nächstes kommt. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal und wünsche euch eine tolle Restwoche.